Hallo und herzlich willkommen zurück zu First Dwarf. So, ich guck mal, ob hier oben noch mal was gespawnt ist. Oder kommen sie diesmal von unten? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum oben das Ding nicht voll wird. Angeschlossen ist es. Und offensichtlich sind ja schon mal ein paar Zwerge angekommen durch das Ding. Aber dann hier Beeren sammeln, die bringen mir nur nichts. Ne? Das Ding ist immer noch auf 0%. Hier, fördert 0. Verstehe ich halt nicht. So, wie war das jetzt mit dem Springen? Okay, warte mal, wenn ich da hinspringen will. Ups. Also muss ich erst das drücken. Nach vorne rennen und loslassen. Loslassen! Hat nicht funktioniert. Das muss ich noch üben. Ich üb's mal hier vorne, das ist näher dran. Reparieren. Nimmt aber auch Schaden hier. Nicht zu fassen. Okay. Einsteigen. Kann man ja mit Control, ne? Ja, geht. Super. Ich teste das jetzt da hinten. Ich kann aufladen. Oh. Wo renne ich? Okay, ich kann aufladen und wenn ich dann renne, nee, das kriege ich doch niemals gebacken. So, also, nochmal. Komme ich da oben hin? Vielleicht. So, wir stellen uns in die Richtung. Wir laden auf. Dann rennen wir und lassen los. Okay. Ja. Okay. Gute Frage. Geht's da auch weiter? Okay. Und nicht mehr viel Mana. Ja. Komm ich da mit einem normalen Sprung hin? Wohl eher nicht, ne? Knapp. So, und jetzt habe ich keinen Mana mehr, um weiterzukommen. Oha. Ja. Sonst müsste ich das hier machen, um da hinzukommen, ne? Habe ich noch einmal Mana? Nee, hab ich nicht. Okay. Nee. Das ist nichts für mich. Jump and run. Okay. Aber ganz ehrlich, ich hätte ja vielleicht da oben weiter gekonnt. Hat man so wenig Mana? Errichte eine neue Kolonie. Moment mal. Musste ich doch dahin? Errichte eine neue Kolonie. Okay, wie macht man das?
mit der neuen Kolonie. Warte. Aufgaben. Ziele. Belohnungen. Ich habe keine Aufgaben mehr. Quest Title. Ich glaube, wir sind durch. Oder? Errichte eine neue Kolonie. Ne, mir wird nichts mehr angezeigt. Das heißt, wir haben das, glaube ich, geschafft. Da steht zwar, errichte eine neue Kolonie, aber er sagt mir halt nicht, wo. Und unter Aufgaben steht auch nichts mehr. Ich glaube, wir mussten darüber. Boah, das schaffe ich doch niemals mit so wenig Mana. Vielleicht doch kein Spiel für mich. Das Gehüpfe geht mir nämlich ganz schön auf den Senkel. So, wir versuchen das noch einmal oben. Mann, offensichtlich geht's ja. Jetzt wird's auch noch dunkel. Och nee, nicht schon wieder Gewitter. Bei Gewitter kann ich nicht rennen. Jetzt kommen gleich die Blitze, dann fängt es wieder an zu laggen. Ja gut, das Spiel ist halt noch, da oben steht es ja, Arbeit im Gange. Stellt noch nicht den endgültigen Look. Aber die Spielmechanik, die sollte doch schon mal passen. Eine neue Kolonie. Ja, eine neue Kolonie ist gut. Was brauchte ich denn für eine neue Kolonie? Reicht das auch, wenn ich das hier oben baue? Nee, wir wollten uns das hier angucken. Ob ich da lang komme. Es könnte klappen. Okay. Aufladen. Oh, ich bin sogar ganz nach oben gekommen. Super. Aussichtspunkt. Untersuchen. Aktivieren. Wow, from this point we can see the whole island in the next one too. Oh ja. Aber wie komme ich da hin? There are some letters on this stone, old Esquim. Can you read it? It's fairly legible. Give me a moment. The king shut himself in the luxury of his palace. He thinks there is no one above him. But here I am on his roof and looking at sunsets he can only dream of. Die Dreckshunde, ne? Verseuchter Fuchs. So, und jetzt habe ich gar keine Aufgaben mehr, oder? Nö. Immerhin. Da ist Wasser. Was kann ich mit Wasser machen? Nix. Kann ich da rein? Nochmal. Komm. Der Rückenschwimmer. Coole Sache. Hey, offensichtlich war es das. Ist hier nochmal so ein verseuchter Fuchs? Natürlich ist hier ein verseuchter Fuchs. Was ist das für ein Ding? F, aktivieren. Ach so, dann komme ich hier wieder raus. Wenn ich jetzt sterbe, komme ich hier oben raus? Das ist doch natürlich doof. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz schön doof. Verfügbar für. Wieso kann ich den nicht. Hallo? Verfügbar für Zwerg. Warte mal, ist das mein Haustier vielleicht irgendwann mal? Hallo? Streicheln. Jetzt sehe ich.
Wo ist denn mein Guter? Wo ist mein Guter? Ja, wo ist denn mein Guter? Der Fuchs, der miaut. Ich wollte den Tod schlagen. So, jetzt haben wir den gestreichelt. Und nun? Nochmal? Nö. Gestreichelt ist gestreichelt. Hier fliegen Blumen in der Luft rum. Super. Kommt er jetzt mit uns? Nee, ne? Hallo, was ist denn jetzt schon wieder? Gewitter? Hallo. Eben stand da noch, errichte eine neue... Ja, es ist Gewitter. Ach, Mensch. Ich bleib hier stehen. Ganz klasse. Dann hält man sich mal kurz woanders auf. Schon schlagen die einem alles kaputt. Noch einer. Sieht das hier aus? Alles kaputt. Oh Mann, oh Mann. Oh, das kann ich nicht reparieren? Was? Wo? Nicht mehr reparieren, weil es ganz kaputt ist, ne? Okay. Ja, tut mir leid, Zwerg. Aber es sind ja noch ein paar andere Häuser da. Die jetzt keinen Strom mehr haben. Warte. Nein, da wollte ich keinen Sinn haben, Mann. Da geht nicht. Da, ne? So. 92% Strom? Wieso? Ist das Ding hier kaputt? Nee, aber ich habe doch hier hinten noch mal eine Leitung gelegt. Weg. Mach die Tür auf. So, die Leitung. Die ist doch am Start. Nee. Haben sie mir hier kaputt geschlagen. Und das Ding ist komplett im Arsch. Das ist aber doof. Wie soll ich denn das jetzt reparieren? Gar nicht. Muss ich ein neues bauen. Das ist aber bitter. So. Da. So, ne? Geht jetzt. Okay. Mein lieber Mann, das ist ja super stressig hier. Wie sind denn die hier da hinten rangekommen? Das ist ein Rätsel. Okay. Da hinten war ein Brunnen, der ist jetzt auch kaputt. Warte mal.
Der Brunnen, den kann ich nochmal reparieren. Da hinten ist nochmal ein Brunnen, der kaputt ist. So, ich habe beim Gewitter Grafik runtergestellt. Man sieht es wahrscheinlich lange nicht mehr so schön. Ja, ich mache dir dein Haus wieder ganz. Warte mal, ich stell. Ja, reparier mal ein bisschen schneller. So. Das Haus ist kaputt. Das kann ich entfernen. Das war ein Brunnen. Hier hinten war noch ein Brunnen. Den kann ich wahrscheinlich auch entfernen. Ja. Lebt überhaupt noch im Brunnen? Der lebt noch. Der Brunnen, der lebt noch. Er lebt noch. So, wir könnten jetzt eins noch versuchen, da hinten hinzukommen. Aber da reicht ja unser Mana nicht, haben wir festgestellt. Und ja. Und springen kann ich nicht gut. Und bauen können wir uns auch da nichts hin, oder? Da riecht ja eine neue Siedlung. Ich werde aber, bevor ich das Spiel hier kaufe, werde ich mal warten, wie sich das entwickelt. Hier jede Nacht ein Angriff, nochmal so ein Ding kaputt schlagen, das ist mir dann zu eintönig, würde ich sagen. Frage ist, wie kommen denn die hier rein? Ich habe hier alles dicht gemacht. Und da hinten vielleicht nochmal. Und da? Ach ja, sie haben das Tor kaputt geschlagen. Frage ist, ist da hinten nochmal so ein Lager von denen? Warte mal, das würde ja bedeuten, dass hier alles kaputt ist. Stress! Ja, bis man hier fertig ist mit Reparieren. Da war man kurz woanders. Schon ist hier alles. Betreten die Werkstatt? Nee, 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 nee. Sieht wieder gut aus. Da war nichts kaputt. Wir gucken nochmal da hinten. Alles klar. Da hauen die Brunnen kaputt. Aber die Abwehranlagen hier nicht, ne? Das Tor haben sie kaputt gemacht. Also sind sie von hier gekommen. Dann muss doch hier nochmal so ein Lager sein. Wenn die von oben runterspringen können, macht ja so ein Zaun überhaupt gar keinen Sinn. Wir gucken gleich. Der Tag ist fast vorbei. Ich war gerade mal so mit Reparieren am Start. Nee, nee, Frizzy. Okay, das Ding braucht noch Strom.
Läuft wieder. Gut. Das Ding habe ich kaputt geschlagen. Da ist nichts zu erwarten. Hier hinter. Ach, warte mal, hier ist ja ein Weg. Hier ist ja auch ein Weg. Das Ding habe ich kaputt gemacht. Okay, wenn hier oben was kommt, dann können die hier runter. Okidoki. Ich brauche ein Luftschiff. Ohne Luftschiff komme ich ja da hinten nicht hin. Da, wo ich war. Okidoki. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn das Spiel rauskommt, mal gucken, ob es eine Serie gibt. Also wenn ich Jump'n'Run machen muss, eher nicht. Weil man sieht ja mit dem Gefährt kaum was, wo man hinkommt oder geht oder was so, ne? Also bis zum nächsten Mal. Gehabt euch gut und tschüss.